Ein herzliches Willkommen bei 7 Days to Die. Mit dabei ist der Doskias. Hallöchen. Mit dabei ist auch der Ataboom. Was geht? So, der Doskias, der macht die Mauer weiter. Und sammelt gerade ein bisschen die Pflanzen ein. Ja. Ich werde auf Nahrungssuche gehen. Der Ataboom, der dotiert denn die Kisten. Und somit lass uns ins Ast beginnen. Ja, irgendwer muss ja hier die Gartenarbeit tun. Damit wir nicht verdursten. Und dann schauen wir mal. Ich werde eben noch ein bisschen Wasser machen. Und dann gucken wir mal, wie wir die Mauer vorantreiben. Und ich weiß gar nicht, Chris, wo warst du denn noch nicht im... Weil ich sehe die Karte so gesehen von dir nicht. Bei mir ist ja komplett der ganze Norden und Westen ist bei mir komplett dunkel. Da warst du schon überall, richtig? Moment. Ich hab grad ein bisschen Besuch. Oh. Oh. Ich zeig dir gleich, wo ich war. Also wir werden doch mal die Zombies schlachten. Stirb. Okay, das mit der Mauer verschieben wir noch kurz ein bisschen. Dann holen wir noch mal eben Wasser. Aber nichts mehr. Ah, so gut wie leer. Also ich habe jetzt gerade alles Wasser für die Pflanzen, für den Tee genutzt. Aber es hat nicht gereicht. Oh. Oh, wobei, das war vielleicht gerade auch ein taktischer Fehler von mir. Wir sollten natürlich nicht nur abernten, wir sollten auch wieder was einpflanzen. Da war ich doch gerade mal ein bisschen zu hastig. Dann haben wir nächstes Mal nichts mehr zu trinken. Ja, eben. Oh, Kaffee können wir einpflanzen. Golden Road. So. Also ich war jetzt schon in Westen ein Stück. Schon wieder Zombies. Ah, nein, nicht essen. Scheiße. Wo denn? Da hört man nur schmatzen. Ja, gute Kartoffel. War ich jetzt schon, wo wir zusammen waren. Wirklich weit war ich auch noch nicht von unten entfernt. Okay, weil, bist du denn mal der Hauptstraße gefolgt nach Norden? Nach Norden. Da kommen wir in Schnee bei mir um. Was, schon wieder Schnee? Norden. Ach, da wo ich jetzt stehe? Ja, Norden halt. Du stehst ja auf der Straße nach Norden. Ach, da. Na, da geht's hoch zum Schneebemium. Da war ich ein Stück schon. Schnee. Ja. Also sind wir mit Schnee quasi ringsrum verteilt, oder wie? Im Norden ist Schnee. Okay, weil ja, im Süden ja auch. Nee, Quatsch, im Osten. Norden, Osten ist ja auch Schnee, deswegen frage ich das. Kämpfst du da gerade gegen die Tiere? Nochmal? Also ich nicht. Dann haben wir einen Hund und noch irgendwas anderes bei uns. Was? Wo? Wo? Wo weiß ich nicht genau, aber ich höre sie. Ja, oh. kann schon. Warte, 14 Tage war, ja doch, kann schon die Hunde warte sein. Ich höre immer Hunde am Jaulen. So, dann komme ich mal zurück. Obwohl, ich werde doch wieder sterben, wenn die Hunde da sind. Aber erkennt man ja schon von mir. So, da hinten. Ich kann auf dem Dach, ja. Achso, du bist auf dem Dach. Ja, die Hunde sind tot. Stacheln? Hast du irgendwas gehört? Ja, hast du vollkommen richtig. Deine Spikes sind verstorben. Sehr schön. Sind ja doch gut, die Spikes. Ja, natürlich. Bis auf das Atta da mal drin stirbt, aber mein Gott. Ein Mal habe ich dann gestorben. Ein einziges Mal. Ich bin ja wieder zur Lasten gelegt. Ihr Schweine! Na gut, die werden mal mit die Spike nimmt. Ja, fertig machen. Ja, wir haben noch ein bisschen Platz.
Davon habe ich jetzt ganz wenig eingepflanzt. Ganz schlecht. Einmal hätten wir noch Platz. Nicht essen, nein, nicht essen. Nein, das habe ich nicht. Doch, kein Platz mehr. Ah, doch, sehr schön. Okay, Feld ist wieder gut bestückt. Ich mache mal hier eine separate Kiste hin für die ganzen Sachen hier. Storage. So, natürlich aufschließen. So, dann könnt ihr euch das ganze Zeug hier mal reinpacken. Und dann holen wir jetzt eben noch fix Wasser. Und dann können wir eigentlich loslegen mit der Mauer. Beziehungsweise weiter vorplanen. Was brauchen wir denn nicht? Das brauchen wir gerade nicht. Das nicht, das nicht. Das können wir gleich einschmelzen eigentlich. Das denn? Ich weiß es nicht. So. Okay. Aber hier sind die Bäume auch schon gut gewachsen nicht auf dem Weg. Oh, die Bäume sind gewachsen. Ja. Sehr schön. Ja, ich wollte hier so eine kleine Allee machen. Mit den Bäumen. Einfach mal zum Just for Fun mal gucken, wie das aussieht hier. Noch unübersehbarer. Ja, du noch sind. Du musst warten, bis die Bäume größer werden, weil dann ist ja. Das Gebüsch, das Gestrüpp ist dann weiter oben. Und verdeckt nicht mehr ganz so die Straße. Am besten könnte ich jetzt. Kannst du gerade zufällig Bolzen machen? Ah, nicht wegschmeißen. Könnt ihr 129 Stück machen? Oh! Ich höre mich nicht Nein sagen, ne? Okay, hier hat sie da alles voll in Zombies, warum auch immer. Raus. Gut, in 2 Minuten warten. Ja, kein Problem, keine Hektik. So, jetzt nur nicht zu schnell trinken, sonst haben wir gleich Durchfall. Oh! Ja, du auch. Ja, ich bin voll im Inventar, oder fast voll. Ich sehe ihn nicht. Scheiß Baum. Ah, ich sehe ihn. Wo? Ah! Richtung... Ja, Richtung Norden. Ich komme auch mal mit, zur Sicherheit, falls da noch Zombies sind. Ja, so leer bin ich nicht mehr. Also. Ja, ich bin fast hinter dir, so ist es nicht. Gut, kein Bär im Gebüsch. Diesmal nicht. Ich wollte gerade sagen, ich sehe es nicht mehr, aber da ist es. Ah, hier kommen die ganzen scheiß Bäume. Ja, geh weg. Hab mir in Ruhe. Ausdauer. Ah, renn. Ja, ist ja gut. Kommst auch noch dran. Ah, es ist weiter weg wie gedacht, ne? Ja, ich renne halt komplett drauf zu. Na, hätten wir mal Kaffee dabei. Ruhe. Ah, ich renne halt genau drauf zu. Es geht aber noch. Was ist das hier? Ein Gorblock? Nanu, wie kommt denn der hier rein? Was? Oh, hier ist richtig Party. Okay, ich kann es schon sehen. Ah, da kommst du ja. Ah, du bist noch ein bisschen schneller wie ich. Aha. Ich guck mal rein. Oh. Eine Sniper Rifle Schematik, die schmeiß ich dir mal hin, weil du bist ja unser Waffenmann. Ja, warte. Ja, dann sammle ich es wieder ein. Du hättest nur E drücken müssen. Oh Gott. Oh. Alles tot. Hat aber nichts bei gehabt. Okay. Bist du jetzt bereit? Ja. Okay, du kriegst einmal hier die Schematik. Ah. Und das da. Hab ich. Oh. Ja, war nicht auch noch dabei.
Beziehungsweise, man sieht es ja im Video. Ich muss ja kein Geheimnis drumherum machen. Ich habe dir meine alte gegeben und habe die bessere behalten. Ja, super. Warte mal gucken. Oh! Na? Kommt denn der her? Hab ich mir jetzt auch gefragt. Der Drecksack. Ja, auf 23 schon wieder runtergehauen. Der Arsch. Okay, hab ich Medizin? Hast du was? Ah, ich hab Bandage mit. Warte mal, bleib mal stehen, Da. Dankeschön. Kurze Frage zwischendurch, seid ihr gerade an der Base? Nein. Dann haben wir jetzt Zombies. Ja, wir kommen ja schon. Keine Sorge, Atta. Bloß der Airdrop war wichtig. Zumal wir jetzt zwei Snipergewehre haben. So nice. Und natürlich die Schematik. Wobei wir, glaube ich, nichts in unseren Waffenkisten haben, um eine dritte zu bauen, soweit ich weiß. Doch. Anders gesagt. Auf der Mauer gehen die Zombies. Okay, also laut Atta können wir also ein weiteres Sniper-Rifle bauen, alles klar. Wusste ich auf nicht. Auf der Mauer ist gerade runtergefallen in die Stacheln und einer ist im Maisfeld sich gerade. Ah, ich habe mir noch ein bisschen Kohle ein. Er klopft sich gerade mit dem Mais. Ja, weiß nicht, der Mais ist gefährlich. Ja, ja. Oh, hinter mir. Oh, nicht getroffen. Oh, ich blute. Lass mal schauen. Weg. Na komm, komm, Fifi. Fein. Ja. Na, wo ist denn da was? Ich frag mich gerade eher, wo die auf der Mauer waren. Der, von dem Eingang, von der, von innen rein, gehst du auf der linken Seite, ist er runtergefallen. Okay. Oh, ja. Ich höre auch hinter der Mauer aus Action. Ja, da ist hinter, genau da, wo du jetzt bist, da ist er runtergefallen gerade. Ja, ich hör's. Mal gucken, ob da ein paar mehr sind. Noch einen habe ich eben schon gekillt. Boah, ich dachte, das war eine neue Bolzen. Ja, hier sind mehr wie einer. Das klingt doch Spaß für mich. Ist noch so ein Fettsack hier, hä? Na? Na, kommst du nicht raus? Ach, der oder ich komm. Oh, der. Ja, das. Das ist ja nur einer hier. Die andere Leiche ist leider verschwunden gerade. Stirbst du jetzt endlich? Okay, da hat nichts dabei. Schade. Mal eben die Mauer stopfen. Ja, Leute, wir wollen eigentlich nur Essen suchen. Aber Tiere. Auf einem Schluss. Da ist ein Luxushaus. Dann gehen wir da rein. Oh, sogar mehrere. Cool. Okay, passt. Ja, schon wieder Zombies. Wo? Irgendwo hier im Feld. Im Feld? Ah. Weil ich sortiere ja noch. Und höre halt die Schritte. Ja, lass sie laufen. Mach dir nicht ins Hemd. Nö, ich würde sagen, nicht, dass ihr gerade am Rummachen seid und so weiter. Und auf einmal, Alter, wir hatten hier das ganze... Das schöne Fleisch, da hat irgendjemand einfach Grillfleisch draus gemacht. Was? Ja, ich habe hier im Lagerfeuer 23 Grillfleisch und das wären halt 23 Suppen, die wir hätten machen können. Ja. Oh, hier kriegen wir ein bisschen Besuch, ja, cool. Schade. Ja, ich höre es auch hier raus aus dem Maisfeld. Sag mal, wo kommen denn die alle her? Gut, der stirbt hier eh gleich. Kann man gerade mal hier verstärken. So. Ja, haut erstmal rein kaputt, bevor ihr am Rand. Wo ist denn mein Knüppel? Ich hatte doch mal einen Knüppel im Winter. 5 oder 6 hast du nämlich gehabt. Jawoll. Na, wo kommt ihr denn alle her? Aufgepasst, bitte sehr.
Na komm. So, mal ein bisschen Munition hier sparen. Wir können auch im Nahkampf kämpfen, kein Problem. War's das? Okay. Eieieiei. Achso, ich rieche ja nach Essen. Mit dem, wegen dem Fleisch. So. Das kommt da rein. Wir packen mal die leeren Gläser auch hier rein. So, das Ganze ist jetzt ein bisschen unsortiert, ich weiß. Aber irgendwo muss es ja erstmal hin. Ja, Leute, ihr seht. Ich, zum Looten komme ich gerade erstmal gar nicht. Echt jetzt? Oh. Oh, da haben wir den ersten Teil weg. Hier ist ja richtig Party auf dem Grundstück heute. Rehe, wo bist du? Hab dich gesehen. Auch schon tot. Nein. Komm, looten. Aua. Okay, kein Looten. Hab dich. Ich frage mich immer, wer mein Messer aus der Kiste genommen hat. Und Hunting rein. Das weiß ich nicht. So. Echt jetzt? Also heute ist echt der Wurm drin. Ja, ich komme auch nicht zum Looten. Nee, also hier kommt im Sekundentakt kommen hier neue Zombies. Okay. Ja, ich habe gerade eine kleine Stadt gefunden. Oh, okay. Ja, mit zwei Luxushäuser. Ich war noch nicht ganz durch. Komme ich noch nicht zu. So. Ich glaube, wir können sogar schon unsere Kettensäge können wir herstellen. War nicht schlecht. Und du bist dir sicher, wir können Sniper herstellen? Ja, hab ich gerade geguckt. Also wir haben, du brauchst ja nur die Hunting Rifle Teile, ne? Nein, brauchst du nicht. Hunting Rifle ist Hunting Rifle, Sniper Rifle ist Sniper Rifle. Ah, gut. Ich hab mich schon gewundert, wir haben nicht mal ein Teil für, soweit ich weiß. Aber wir können nur Hunting Rifle herstellen. Was ist denn hier los, Mann? Oder so. Ich weiß nicht, ob Chris die gauen, kann. Ich glaub nicht, dass er die gelernt hat. Was? Hunting Rifle. Ja, habe ich jetzt noch nicht gefunden. Ja. Also nicht, da die jetzt wüsste. Aber ich hab sie, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf hab. Aber wir können keine Munition herstellen, von dem her. So, ich habe jetzt so ein bisschen umsortiert. Ja. Es gibt jetzt eine Kiste, wenn du hier hochkommst, die ganz links in der Ecke ist, so eine kleine zwischen den Betten. Da habe ich alles, was so fürs Minibike so eingehört. Ja, eingepackt. Okay. Daneben habe ich eine kleine Kiste, wo nur Klamotten drin sind. Und das Supply ist all möglicher Scheiß drin. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, habe ich mal wieder Ruhe hier. Ich will da mal die Stadt hier speichern. Wie sieht's denn mit Federn aus? Ich glaube schlecht. Ich hab grad die letzte Rest. Ach stimmt, du wolltest mir Bolzen geben. Ja, gebe ich dir sobald ich wieder am Platz bin. Ja, ja, kein Stress, ich brauche gerade keine. Ich habe hier so einen netten Knüppel, der macht auch ganz gut Schaden. Ja, ich. Ach, noch einer. Werde mal durch die Stadt laufen. Mal die Stadt angucken. So, heute mal wieder viel, viel Grabarbeit, ich weiß. Aber hier, das lässt sich nicht vermeiden. Habe ich. Das ist eine kleine, aber feine Stadt. Ja. Mit 1, 2. Oh. Stufe. Ich glaube, wir können mal wieder. Ja, 110 Punkte haben wir mittlerweile. Ist die Frage, ob wir wieder weiter hier reinklatschen. Oder ob wir sogar hier reinklatschen. Ich meine,
Rifles do more damage with rifles and assault rifles. Gain skill by using items from this group. Ja, macht halt mehr Schaden. Wobei ich sagen muss, ein Kopfschuss mit einer Rifle ist der Gegner tot. Also, ich weiß nicht, was es mir bringt, wenn ich hier mehr Punkte reinskill. Klar, vielleicht mache ich dann mehr Schaden, wenn ich den Arm erwische, aber... Naja, wir pushen erstmal das hier hoch, hätte ich gesagt. Ging jetzt zwar nicht viel, aber... Hätten wir die Stadt hier vorher gefunden, hätten wir echt ein neues Bunkerhaus gefunden. Ach. Aufgebaut hätten. Ich bin zufrieden mit der Location, die wir hier ausgesucht haben. Ja klar, die ist schön. Auf jeden Fall. Aber hier hätten wir direkt auch... Na gut, haben wir ja Wasser. Ja, Wasser haben wir ja auch gleich hier direkt. Oh. Bier. So. Bier. Genug, ja. Die kann ich mir mitnehmen. So, Nelle, wunderbar. Die Mauer wächst so langsam. Beziehungsweise der Verteidigungsring, der hier gerade gebaut wird, ist natürlich auch wichtig. Es bringt ja nichts, hier eine Mauer zu haben, wenn die Zombies hier gemütlich drauf klatschen können, ohne dass was passiert. So. Oh. Man muss sagen, bis zu Tag 14 ist es nicht mehr weit. Nee, das stimmt wohl. Die Mauer ist, naja, nicht mal ansatzweise fertig. Wobei ich dank Pedamus ziemlich gut vorangekommen bin. Und wer weiß, wenn der Tobi da mitmachen möchte, hier gerne. Ich kann es nur oft wiederholen. Wir haben genug zu buddeln hier. So ist es nicht. Ja, wirklich genug. So, ich komme gleich auch zurück. Ja, du kannst ruhig, wenn du Platz im Inventar hast, noch ein bisschen Leben mitbringen. Ich bin komplett voll. Ah, okay. Oh, kann ich noch irgendwas klein machen? Kohle habe ich. Knochen kann ich wegschmeißen. Bin ja gerade noch ein bisschen im Haus drin. Moment, gleich zurück. Ah, hier haben wir ein Buch. Ja, denk dran, nicht scrappen das Buch. Boah. Aber ich hab draußen echt eine Menge Besuch. Wie groß ist denn die Stadt? Sind drei Luxushäuser. Ach so. Also eher mickriges kleines Dorf. Oh, aber nur mit drei Luxushäusern mehr nicht. Ah, okay. Waren also da nichts Besonderes. Waren da wenigstens ein paar Bücherregale oder? Ja, ich bin gerade erst im Einhaus dran. Ah, okay. Weil ihr hört die gerade an, ja, wieder eine jede Menge mit dem Haus sind. Und ich mich gar nicht raus. Ah, sehr schön Leben. Nehmen wir das einfach hier mal mit, wenn wir hier gerade am Graben sind. Sehr, sehr schön. Ne, das ist wieder Erde. Komm, dann. Bitte hier lassen. Den Graben brauchen wir nicht. So. Right, oder hier. Okay. Ah, hier haben wir einen Hunting-Knife. Ja, nice. Ah, hast du das schon? Bücherregal gefunden?
Nein, kann ich auch nicht. Ja, habe ich. Sehr schön. Was brauche ich dafür? Okay, kann ich machen. Ja, ich das hässliche Schwert wegpacken. Kabel. Kabel. Ach, ich habe einen Stein weggeschmissen. Ja, bestimmt. Oha. Rennen. Ah, was war das denn? Ist der Atta gerade explodiert? Nein. Nee. Okay. Entschuldigung, Leute. Ach, das warst du. Okay. Gerade noch geflüchtet gekommen. Ja, kann passieren, mein Gott. Das ist nur menschlich. Ah, guck mal, hier haben wir noch Kohle. Der meint, dass da gerade mit Zombies da in den Haus reinkam. Ich glaube, die haben hinten die Tür eingebrochen. Gerade ein bisschen Deckteam Zombies jetzt auf einmal die Treppen hoch. So. Gut, dass der Geländer abgefallen ist, dass ich da noch runterspringen konnte und dann weg flüchten konnte. Gut, dass du sagst Geländer. Muss ich gerade mal welche nachbauen hier für die Mauer. So, ist doch ein schönes Stück gewachsen. Sehr geil. Wir können natürlich jetzt auch hier wieder die Rohteile setzen. Uns fehlt nur noch der Cobblestone. Beziehungsweise der gute Lehm. Nein. Oh, echt jetzt. Oh, Scheiße hier. Oh, ja, stimmt. Ja, meine Ausdauer, ich weiß. Danke. Und so langsam müssen wir auf jeden Fall mal ein, zwei Leute in unsere provisorische Mine schicken. Sonst geht uns bald auch das Eisen aus. Ich würde auch sagen, dass wir auch jetzt erstmal dann auf Federnsuche gehen, für die 14 Tage wurde. Ja. Wäre nicht schlecht, sonst. Sonst dürfen wir im Nahkampf knüppeln. Oh, das war's schon. Ja. So viel Munition haben wir ja auch nicht. Nee, also ich habe noch 47 Schuss. Gut, ich habe jetzt noch 13 Federn im Inventar, aber das ist jetzt nicht wirklich bombastisch viel. Ich habe 236 Pfeile, aber wird für uns halt auch nicht reichen, wenn wir nicht 14 Tage wurden. Ich hoffe, du meinst Bolzen. Bolzen. Ach, Quatsch, ich wollte gerade mal loslaufen, aber zwei Ingame-Stunden nutzen ist, ja? Nein. Ich bin ja da schon auf dem Rückweg. Wo habe ich denn die Plant Fibers hingeschmissen? Ich übersehe jetzt schon die Zombies hier. Ah, genau. Hier können wir ein bisschen. Schippe habe ich, aber ich habe keinen Platz. Ist nicht viel. Oh, jetzt tote Hose in den Kisten. Tote Hose. Aber dann gehen wir mal in die Mine runter. Hier brennt noch. Oh. Brennt alles umsonst hier. So, ein bisschen Wasser haben wir jetzt hier. Sehr schön. Können wir gleich mal hier reinklatschen. Ach, kann man ja nicht mal in Ruhe leben sammeln. Mein Gott, sucht euch Freunde. So, wo ist die Spitzhacke 330? Ist natürlich nicht ganz so toll, aber. Auch nicht, kein Leben. Upsala. Besser wie nichts. Irgendwer hat hier aussortiert. Hast du aus der Kiste hier was genommen? Arta? Was denn? Draußen am Lager, hast du aus der Kiste da ein paar Sachen rausgenommen? Ein paar, ja, aber Sachen eigentlich nur, die oben schon zum Wasser und Papier und so. Ah, okay. So, dann mach ich mal noch ein bisschen so hier am Schluss Bergarbeit. Das fehlt ja noch so ein bisschen in den Videos.
Ja, gehört alles dazu. Ich sammle ein bisschen Lehm, bis mein Stack voll ist. Dann haben wir wieder 500, was aber nicht reichen wird. Nee, das, ich kann grob sagen, unter einer Minute habe ich es verbraucht. Echt jetzt, ich hack hier drauf und er nimmt da ab. Oh Mann. So, gibt natürlich sehr, sehr mickrig viel Eisen. Naja. Besser wie nichts. Ich hoffe, wir haben hier unten irgendwo eine super Quelle. Weil eine Höhle habe ich noch nicht wirklich gefunden hier. Nee, ich auch nicht. Doch, ich aber. Echt? Ja, als wir da im Eisbiom lang gelaufen sind, da war eine Höhle. Ja. Okay. Aber wo die da jetzt genau war? Oh, so was musst du doch markieren. Ja, aber nicht immer gerade verfolgt von 10.539 Zombies. Das waren bestimmt gar nicht so viele. Bist du gerade gestorben? Chris? Ja. Ja. Aber an kein Zombie. Du bist. Okay. Bist du in deinen eigenen Stacheln gestorben? Ja. Das ist auch eine Kunst. Ja, ich wollte gerade noch springen, aber dann war schon zu spät. Na, come on. Oh mein Gott. Irgendwie muss ich eine Folge immer sterben, ne? Also, das ist ja schon Standard geworden. Warum man die Karma und so was hochkriegen? Weil hier hängt es noch ein bisschen, aber okay. Warum auch? Das sieht irgendwie. Ne, das ist auch alles Stein hier. Das sieht nur anders aus, weil hier dunkel ist, alles klar. Okay, Richtung Hütte wollten wir ja graben, also eigentlich theoretisch weiter geradeaus. Das hieß. Ah, hier hängen wir noch, also graben wir das Ding hier auch noch weg. Ja, allzu viel wird heute nicht mehr passieren, denke ich. Nein. So, im Abschluss würde ich sagen, das war's für diese Folge. Wenn euch gefallen hat, das gefällt mir da einen Daumen. Die anderen Kanäle findet ihr in der Beschreibung. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.